Aufgabe ist dieses Jahr eine achteckige Stütze, ein Pilzkopf mit einem Gesims und einer konischen Aussparung in der Mitte. Der Sinn ist mit Sicherheit erstens die jungen Leute zu motivieren, dass sie eben sich hier vergleichen können mit der Leistung. Wenn man gewinnt, ist natürlich toll, aber schon das Dabeisein ist sehr, sehr wichtig. Selbst wenn jetzt hier einer heute Letzter wird, ist er trotzdem ein sehr, sehr guter Betonbauer. Und das merkt man auch. Also die jungen Leute wissen, was sie machen und sind auch hoch motiviert. Einen haben ein bisschen mehr Zeit darauf verwendet, sich das Ganze mal durchzudenken, was sicherlich gut ist. Und dann haben wir jetzt auch gesehen, dass wir lauter verschiedene Lösungsansätze haben. Maßhaltig. 30. Das sieht gut aus. So 30. Fast. Ja, das ist okay. Hat er nie gemerkt? Nee, okay. Bin ich mit einverstanden. Heute hat wirklich jeder irgendwas anderes. Das ist das Spannende. Darum wissen wir jetzt selber nicht, was kommt raus. Wir vermuten jetzt einmal diese drei, dass die vorne liegen. Wer dann letztendlich vorne ist, werden wir dann nachher gleich sehen. Warten wir es ab.